Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Motorsportfreunde. Heute vom Nürburgring, denn ich möchte gerne heute mal ein Video machen, in dem ich den Anfängern erkläre, welche Orte am wichtigsten sind am Nürburgring, falls ihr mal Probleme habt, wo ihr eure Tickets herbekommt, wo ihr Luftdruck machen könnt und so weiter und so fort. Und ja, heute habe ich mir ein besonderes Event ausgesucht, und zwar Rad am Ring. Das heißt, es ist viel weniger los und wir können die ganzen Orte seelenruhig besuchen, ohne viel Stress zu haben, ohne viele Leute, und ich euch das perfekt erklären kann. Also viel Spaß beim Video und wir sehen uns. Bis gleich. Also, wir sind angekommen oben an der Zufahrt, an der Nordschleife, an der Döttinger Höhe. Und ja, ihr könnt hier eure Tickets kaufen, das heißt eure Rundentickets. Könnt auch hier parken. Hier vorne haben wir noch einen großen Parkplatz, wo ihr parken könnt. Dann haben wir hier einmal die, wie gesagt, die Zufahrt. Hier könnt ihr zum Beispiel nur parken, wenn ihr eine Runde gefahren seid. Ja, wir haben hier einen Devil's Diner, das ist, ich sag mal so, der McDonald's des Nürburgrings, nur in besser. Ja, dann gehen wir mal rüber, dann zeige ich euch das Ganze noch mal ein bisschen näher. Ihr kommt von hier aus dem Kreisverkehr schön hier entlang auf die Zufahrt. Hier vorne ist die Schranke, wo ihr dann direkt auf die Strecke fahrt. Dort sitzt die Streckensicherung. Hier sind normalerweise überall Fahrzeuge von verschiedenen Anbietern, von Hyundai, von Ringtaxi, von GetSpeed, wo ihr mieten könnt und dann halt Runden mitfahren könnt. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall die Hyundais. Liebe Grüße an Marc und Marc, die besten Fahrer von den Taxifahrern auf jeden Fall. Dort könnt ihr zum Beispiel mitfahren, wenn ihr nicht mit dem eigenen Auto fahren wollt, aber trotzdem mal auf die Nordschleife wollt, ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Der Ticketshop natürlich an der Zufahrt ist nicht der einzigste Shop, wo ihr Tickets bekommt, denn es gibt noch einen anderen Ort, und da fahren wir jetzt hin, und zwar die ED-Tankstelle am Nürburgring. Die ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Ort an der Nordschleife und den zeige ich euch jetzt. So, wir sind angekommen an der ED-Tankstelle. Hier könnt ihr jetzt eure Autos tanken, ihr könnt dort vorne einmal den Luftdruck kontrollieren. Und ja, so einer der wichtigsten Spots. Als kleiner Funfact, ihr habt hier in der ED-Tankstelle den größten Modellbaushop Deutschlands, wo ihr Modellautos kaufen könnt. Ihr habt hier vorne noch einen kleinen Parkplatz, ihr habt ja ein Bistro. Und ja, das Einzige, was ihr hier leider nicht könnt, ist 102 Oktan tanken. Das müsst ihr wiederum unten an der Aral in Breitscheid tanken. Den Spot blende ich euch auf jeden Fall auch nochmal ein. Die ED-Tankstelle ist auch nicht weit weg von der Zufahrt. Ich blende euch das mal auf der Karte ein bisschen ein. Ich würde mal sagen, 5 Minuten maximal mit dem Auto. Und ja, das ist der nächstmögliche Bereich zum Tanken, beziehungsweise die nächste Tankstelle. Die ist natürlich immer sehr, sehr überfüllt. Es gibt noch weitere Tankstellen, die etwas weiter weg sind. Wie gesagt, die Aral-Tankstelle einmal, wo ihr auch 102 Oktan bekommt. Gerade für die Leute interessant, die natürlich optimierte Autos haben, die nur 102 Oktan tanken können. Da müsst ihr halt, wie gesagt, einmal nach Breitscheid runterfahren. Das ist auch so eine Viertelstunde ungefähr von der Zufahrt oben entfernt. Und ja. Jetzt werden wir mal den nächsten Bereich aufsuchen, der für euch sehr, sehr wichtig sein wird, wenn ihr an einem Wochenende auf der Nordschleife fahrt. So, eine weitere sehr, sehr wichtige Adresse ist zum Beispiel Räder Motorsport und Mantai Racing. Das heißt, das sind Firmen, die auch sonntags einen Service anbieten, falls ihr Probleme mit eurem Fahrzeug habt, dass ihr vorbeifahren könnt und eure Fahrzeuge checken lassen könnt. Räder ist dafür für normale Touri-Fahrzeuge, das heißt BMWs, Mercedes und so weiter und so fort. Mantai ist natürlich explizit nur Porsche, das ist mittlerweile getrennt worden. Und ja, ich zeige euch am besten mal die zwei Locations. Wir haben hier einmal im Industriegebiet Räder Motorsport, wie ihr hier vorne seht, und direkt auf der anderen Seite einmal Mantai. Das heißt, wenn ihr einen Porsche habt, ist das euer Ansprechpartner. Wenn ihr ein anderes Auto, ein anderes Fabrikat habt, ist natürlich Räder euer Ansprechpartner. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich viele Werkstätten hier am Ring, aber viele von denen haben auch an einem Sonntag nicht geöffnet. Ich kann euch zum Beispiel auch 24/7 Performance ans Herz legen. Dort ist unser M2 in der Betreuung. Das ist ein bisschen außerhalb vom Ring. Die fahrt ungefähr 20 Minuten von der Touristen Einfahrt dorthin, aber diese sind natürlich spezialisiert auf BMWs, machen aber auch alle anderen Fabrikate, auch speziellere Autos wie zum Beispiel von einem Dallara oder auch Porsche Modelle oder, also wie gesagt, breit gestreut, und egal was ihr Probleme habt, die sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfsbereit, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich blende euch mal die Adresse hier unten ein und dann könnt ihr selber entscheiden, wo ihr dann schlussendlich hinfahrt. Eine weitere sehr wichtige Adresse ist das Tire Trade Center am Nürburgring im Boulevard, schräg gegenüber von Mantai. Das seht ihr hier im Hintergrund. Dort ist euer Ansprechpartner im Thema Reifen. Das heißt, ihr habt am Wochenende einen Reifenschaden oder in der Woche einen Reifenschaden. Dann ist das euer Ansprechpartner. Die haben viele, viele Reifen vor Ort, auch Semis vor Ort, was auch sehr wichtig ist, damit ihr auf jeden Fall dann Ersatz bekommt und nicht auf einer Seite zum Beispiel einen normalen Reifen aufziehen müsst. Und das Geile am Tire Trade Center ist, die haben ein Sonntagsangebot. Das heißt, die haben einen kleinen Notdienst eingerichtet. Ihr ruft dort an,
und euch wird geholfen. Und das ist super, super wichtig hier oben am Ring, gerade wenn es um Thema Reifen geht. Unten verlinken, wo ihr den Laden findet. Ihr kommt also von hier vorne, von dem großen Kreisverkehr, wo Bilschan ist. Hier vorne habt ihr Manta Racing, ihr kommt hier vorne lang gefahren und könnt dann direkt hier auf das Gelände fahren vom Tire Trace Center. Hier habt ihr mal ein paar Daten, ein paar Telefonnummern, wo ihr euch dran wenden könnt, wenn ihr ein Problem habt. Und damit seid ihr dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was das Thema Reifen angeht. Klar, alle anderen Werkstätten haben meistens auch Reifen auf Lager, aber das Tire Trace Center hat halt natürlich deutlich, deutlich mehr Auswahl als die normalen Shops. Also checkt die Jungs auf jeden Fall ab. Eine weitere Frage, die ich öfters mal bekomme, ist, wo kann ich denn mein Auto am Ring waschen? Und da gibt es eine Adresse, und zwar die Klassik-Tankstelle in Barweiler. Dort habt ihr einen SB-Wasch und gegenüber ist eine Aral, die eine Waschstraße hat. Also ihr könnt entweder durch eine Waschstraße oder ihr könnt auch euer Auto selber waschen. Die Öffnungszeiten weiß ich nicht. Ich blende euch auf jeden Fall mal beide Adressen ein, damit ihr auf jeden Fall direkt eine Adresse zu den Orten habt. So, ein weiterer Punkt, den ich euch gerne zeigen will, ist das Brünnchen. Einer der Aussichtspunkte bzw. der Schaupunkte überhaupt am Nürburgring. Die meisten von euch kennen ihn und wir befinden uns hier Ausgang Brünnchen, wie ihr seht. Denn hier vorne, genau hier, da ist das Brünnchen, wo die meisten immer gucken. Ich finde Ausgang Brünnchen, die sogenannte YouTube Corner, deutlich interessanter, weil ihr seht einmal schön das Innere vom Brünnchen, ihr seht den Eingang hier vorne und ihr seht natürlich den Exit, wo am meisten passiert. Natürlich auch in Brünnchen, aber ich finde halt hier deutlich schöner zu gucken. Und hier unten könnt ihr auf jeden Fall auf dem großen Parkplatz dann parken. Und ja, hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Action. Ist eigentlich dieser Punkt der Strecke, wo die meisten Leute hinfahren, den die meisten Leute auch kennen, die sich hier nicht am Nürburgring auskennen. Es gibt noch viele weitere Spots, die werde ich vielleicht mal in einem anderen Video zeigen. Vielleicht machen wir mal so eine Rundreise und zeigen euch alle geilen Spots am Nürburgring und wie ihr dorthin kommt. Das wäre vielleicht auch mal ein richtig, richtig geiles Video. Und dann fahren wir jetzt zum nächsten Spot weiter. Einen weiteren Tipp habe ich noch für die Leute, die sich mit dem eigenen Auto nicht auf die Nordschleife trauen. Und zwar hier hinter mir befindet sich Rennvorring. Dort könnt ihr euch zum Beispiel einen Toyota Supra MK5, mehrere verschiedene Minis und weitere Fahrzeuge leihen, um damit auf der Nordschleife zu fahren. Das kostet natürlich einiges an Geld, aber ihr werdet auf jeden Fall sicher sein, denn ihr werdet nicht euer eigenes Auto benutzen müssen. Habt dadurch natürlich auch keinen Verschleiß. Das ist alles mit dem Preis inbegriffen bei Rennvorring. Und ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Ihr seid versichert, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Meine Empfehlung auf jeden Fall am Ring. Ist auch relativ nah gelegen. Liegt nämlich direkt in Nürburg oben und wenige Kilometer von der Zufahrt entfernt. Zwei weitere Tipps, die ich für euch habe, sind unten in Bereitscheid an der zweiten Zufahrt, die wir hier vorhin früher hatten. Denn hier haben wir einmal den Opa, der jetzt Good Food heißt. Dort kriegt ihr richtig, richtig geiles Essen. Nebenan habt ihr das wunderschöne Cockpit, wo ihr ebenfalls sehr, sehr gutes Essen bekommt. Und ihr könnt hier vorne an der Strecke gucken. Ihr könnt hier den Berg hochgehen und dann seht ihr oben Breitscheid. Könnt ihr auch sehr, sehr gut auf die Strecke gucken. Und das sind so meine Spots, die man halt gerne machen kann in Verbindung mit Essen gehen. Das waren alle Orte, die ich euch nennen kann, die am Nürburgring wichtig sind. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen mitnehmen. Ihr wusstet einige Sachen noch nicht und seid jetzt für die nächste Runde Nordschleife gewappnet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Thank you.